Tja, da haben wir Davy Frick und der muss auf der Tribüne zuschauen. Die fünfte gelbe Karte ausgerechnet für das Urgestein. 394 Spiele hat er gemacht für den FSV in den letzten 12 Jahren. Jetzt muss er eben von der Tribüne aus mitzuschauen, wen Ronny Thielemann aufgeboten hat. Frick, wie gesagt, mit Gelbsperre nicht dabei. Robin Ziegele dafür hinten in der Defensive. Carrera, das Geburtstagskind, zentral. Susac rechts. Und Gomez sehen wir eingefärbt. Er auch hineingekommen in die Partie. Schneider dafür zunächst einmal nur auf der Bank. Alles im Vergleich zum 3:4, zur knappen Niederlage aus der Vorwoche gegen Osnabrück. Vermutlich war es das jetzt. So sagte es Davy Frick nach der 3-4 Niederlage. Die Fans aber, die sind hoffnungsfroh. Rund 4000 sind heute gekommen, um gegen das Top-Team aus Mannheim eine Top-Leistung zu sehen, denn die wird vonnöten sein, wenn Zwickau noch ein Wörtchen mitsprechen will im Kampf um den Nichtabstieg. Mannheim will oben anklopfen, will Druck machen auf Dynamo Dresden unter anderem. Aber wir konzentrieren uns hier und jetzt auf diese Begegnung. Noel Eichinger mit dem Einwurf. Schnell macht das Richtung Baumann. Da ist eine Menge Platz, eine Menge grüner Wiese bei Baumann. Der wieder zurück zu Eichinger und Maximilian Jansen mit viel Platz. Aber zu unpräzise. Das ist Spielminute 2. Aber das ist doch ganz ordentlicher Fußball, den der FSV anbietet vom Start weg. Okay, der Abschluss. Ja, der war jetzt noch nicht so ganz präzise. Aber dafür ist ja auch noch eine ganze Menge Zeit. Mannheim hinten reindrücken. Darum muss es gehen. Selbstdruck entfachen. Was kommt aber von der Bure? In Minute 10 das erste Mal ein bisschen was mit Schnatterer, dem 37-Jährigen, der ja auf Abschiedstournee in Mannheim unterwegs ist. Dann der Tunnel und der Kopfstoß vom am Boden liegenden Susac zur Ecke. Ein Fall für Rossi Pall, der die Ecke übernehmen wird. Und dann wird kurz gespielt. Klick, klack, 1-0 Mannheim. Rossi Pall auf Martin Winkler, der zu Martinovic. Und in Minute 11 freut sich Martinovic über Saisontreffer Nummer 11. Das 1-0 für die Gäste, für das Team von Christian Neidhardt, die natürlich mit 3 weiteren Zähler entsprechend Druck machen würden auf die Tabellenspitze. Vielleicht geht es ja doch noch hoch in Liga 2 für Mannheim. Toller Treffer, tolle Kombination. Abgeschlossen von Martinovic. Wie hat Davy Frick erlebt? Auf der Tribüne. Ohne Worte. Aber wir müssen noch mal auf die Entstehung dieses Eckstoßes schauen. Denn hier gab es ein Foulspiel von Schnatterer an Susac. Nur deswegen lag er überhaupt am Boden. Nur deswegen gab es die Ecke. Was für eine unglückliche Kette. In Liga 1 und 2 hätte es diesen Treffer nicht gegeben. Da hätte sich der VAR sicherlich eingeschaltet. Hier aber gibt es den nicht. Und deswegen steht es 1-0 für Mannheim. Zwickau hat die letzten 7 Spiele verloren, in denen man 0-1 zurücklag. Vielleicht ändert sich's ja heute, aber dafür müssen sie Druck entfachen. Vogt auf Baumann! Druckvoll der Kopfstoß, aber noch nicht präzise genug. Dominik Baumann, 10 Saisontore hat er. Sein letztes Jahr erzielt beim 0-2 gegen Essen. Klingt komisch, ist aber so. Sie kennen die Geschichte vom Bierbecher und dem grünen Tisch. Hier fehlt auf jeden Fall auch ein ganzes Stückchen. Hälfte rum schon in Halbzeit Nummer 1. Das war die 26. Spielminute. Zwickau muss jetzt langsam mal reinfinden in die Begegnung. Aber Mannheim macht Druck. Geht Richtung zweiten Treffer. Schnatterer aus dem Eck ans Außennetz. Auch weil Nico Carrera noch dran war. 21 Jahre heute geworden. Glückwunsch zum Ehrentag an den Verteidiger der Südwestsachsen. Christian Neidhardt sieht dann die Ecke. Nägelkau, natürlich auch Anspannung. Es ist ein Pflichtsieg beim Tabellenletzten, ganz, ganz klar. Rossi Pall. Die letzte Ecke führte zum 1-0, die wir gesehen haben. Diese nicht zum 2-0. Stattdessen jetzt mal die Kontersituation über
Gomez. 2-gegen-2-Situation. Wenn sie es sauber ausspielen oder sogar eine 3-gegen-2-Situation draus machen, dann könnte es doch gefährlich werden. Leonhard von Schrötter bricht dann allerdings erst einmal ab. Und dann scheint er auch selber ein kleines bisschen gefrustet. Das ist ein Foul, nichts anderes. Freistoß Mannheim, Chance verpufft. Ronny Thielemann macht sich seine Gedanken und seine Notizen, aber noch ist nicht Halbzeitpause. Wir sind erst in Minute 35, noch ein bisschen Platz und Jean Gomez macht sich mal auf die Reise. Einen Saisontreffer hat er, das ist ein guter Schuss! Jan-Christoph Bartels macht sich lang und muss zum ersten Mal so richtig eingreifen, der Schlussmann der Mannheimer. Wickelt den Ball noch um den Pfosten. Guter Antritt, guter Schuss, aufgesetzt vom Keeper, nicht einfach zu parieren. Tolle Tat, auch vom Schlussmann. Das muss man neidlos anerkennen. Ecke Eichinger. Kopfball von Baumann. Sie versuchen es ja, die Zwickauer. Und sie müssen ja auch was tun. Sie liegen zurück, sie sind Tabellenletztes Team. Wenn noch der Glaube aufrechterhalten werden soll, dann muss mindestens ein Sieg her. Mindestens ist gut, das Maximale wäre damit ja erreicht. Aber davon sind sie aktuell 2 Tore entfernt. Wo sortiert sich der Ball nochmal ein? Bekommt Zwickau in Durchgang Nummer 1 nochmal eine Abschlusschance. Wir sind in Spielminute 45. Leonhard von Schrötter winkt ganz fleißig. Unten jetzt außerhalb des Bildausschnitts. Vielleicht bekommt er nochmal den Ball. Carrera, und dann wird es ein bisschen umständlich. Aber letztendlich hat von Schrötter den Ball. Nächste Querverlagerung. Sie bekommen aktuell keinen Druck auf das Gehäuse von Mannheim. Wieder von Schrötter auf dem Flügel. Eichinger startet. Eichinger startet zu früh. Der Wimpel fliegt hoch und dann ist diese Chance auch verpufft. Abseits von Null Eichinger. Aber eine Chance, die sollte es dann doch noch geben im ersten Spielabschnitt. Nachspielzeit. Jansen. Wir erinnern uns an die zweite Spielminute. Da hat er eine gute Schussmöglichkeit aus 16, 17 Metern. Und jetzt ziehen sie nochmal auf. Wieder über den Rechtsaußen von Schrötter. Guter Seitenwechsel auf Yannick Vogt. Hinspieltorschütze, aber seine Flanke, die kommt nicht an. Und das ist sie dann. Die allerletzte Szene in diesem ersten Spielabschnitt. Mannheim geht also mit einem 1:0. In die Kabine. Dominik Martinovic, derjenige, welcher treffen durfte, nach Spielminute Nummer 11. Eine feine Variante. Wir springen rein in Hälfte Nummer 2. Eichinger mit einem Freistoß. Auch mal eine Variante über die Außenposition. Ziegele kommt dann nicht ganz dran. Wo landet der Ball? Bei Susac und Ziegele. Robin Ziegele von hinten mit nach vorne gekommen und dann einfach mal abgezogen. Das Netz ist wackelt allerdings von außen. Aber warum nicht? Wer nicht schießt, kann nicht treffen. Ziegele versucht's, lässt den Ball schick über den Schlappen rutschen, aber die Präzision, sie fehlt eben noch ein wenig. Das Pressing aber, es stimmt, die Körpersprache haut durchaus hin. Wann gibt es mal eine richtige Torgelegenheit? Einen guten Abschluss von den Zwickauern. Weiterlaufen lassen, sagt der Schiedsrichter. Winkler ist das, der am Boden liegt. 1:1! Eichinger mit dem zweiten Saisontor. Nach Vorarbeit von Gomez freuen sich die Fans über den Ausgleichstreffer. Und jetzt hat auch Ronny Thielemann dann mal ein bisschen was Positives zu notieren. Alles ein bisschen zufällig, ein bisschen glücklich. Baumann springt unter durch, Gomez lässt tropfen und Eichinger humorlos in die Maschen. Hier nochmal die Szene vor dem Treffer, als Winkler zu Boden gegen Schiedsrichter. Martin Speckner aber sagt, das war nichts.
Und Davy Frick. Endlich darf auch er die Arme hochreißen. Natürlich fiebert er mit. Er will nicht als feststehender Absteiger zum Sachsen-Derby nach Dresden reisen. Nächste Woche dann. Aber Zwickau muss was tun. In diesen Spielminuten stellt der HFC auf 1:0 gegen Ingolstadt. Das heißt, Zwickau aktuell wieder unten. Sie müssen Gas geben und sie geben auch Gas. Gomez, Ziegele will die Flanke zu Eichinger ansetzen. Aktuell 9 Punkte sind sie hinten. Und 22 Tore, das ist praktisch der Abstieg für den FSV Zwickau. Aber es ist noch eine Menge Zeit. Carrera am Boden im 16-Meter-Raum. Auch das wird weiterlaufen gelassen. Und der Konter läuft über Martin Winkler. Brinkhies ist aber der Sieger in diesem Duell. Mannheim mit der Chance auf 2:1 zu stehen. Aber Brinkhies mit einer herausragenden Parade. Das Spiel nimmt ordentlich Fahrt auf. Es geht jetzt hoch und runter. Für beide Teams geht es um so viel. Eichinger am Boden. Und es gibt den Strafstoß. Fridolin Wagner kann es nicht fassen. Aber für Martin Speckner war es ein Foul von Wagner an Eichinger. Ist eine ziemlich knifflige Situation. Schauen wir mal auf den Fuß von Wagner, der ja Ball, die Richtung, sie verändert sich ein wenig. Hat er den Ball getroffen, oben wird ein bisschen gezogen. Er hat den Ball noch minimal berührt, oben auch ein bisschen gezogen. Und der Schiedsrichter entscheidet zugunsten des FSV Zwickau. Das war ja auch in den vergangenen Wochen nicht immer so. Schwierige Entscheidung, 50-50 Entscheidung. Man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn hier nicht auf Elfmeter entschieden worden wäre. Baumann aber ist egal. Zieht den Ball in die Turmmitte und stellt auf 2:1. Für Bartels ist es das vierte Elfmeter-Gegentor in der laufenden Spielzeit. Und für Thielemann ein weiterer Eintrag auf der Habenseite seines Notizblocks. Flach ins Zentrum. Führt zur Führung nach einer Stunde. Nur 15 Tore haben die Zwickauer in Halbzeit 2 in dieser Saison geschossen. Das ist ganz schlecht und hier fast der nächste Einschlag. Gomez an die Latte über Riedels Schlappen wird der Ball noch abgefälscht. Zwickau jetzt richtig gut drin in dieser Partie. Sie wollen mehr Zugriff und sie wollen vor allen Dingen das 3:1 markieren. Gomez macht das richtig schön. Zeigt doch, dass sie Fußball spielen können, die Südwestsachsen. Sie haben sich in dieser laufenden Spielzeit bislang nur nicht häufig genug belohnt. Stehen nach wie vor natürlich tief unten drin. Aber in diesem Spiel sieht's gut aus. Mannheim allerdings bärenstark in der zweiten Hälfte. Davon zeigen sie aktuell wenig. Stattdessen das 3:1 von Baumann. Vogt mit einem eleganten Chip an den 16-Meter-Raum. Und Dominik Baumann schnürt seinen Doppelpack in Minute 70. Tolle Annahme, Dropkick abgezogen. Ein prima Angriff des FSV, der zum Erfolg führt. Frick. Hätte er sich wohl auch in der Halbzeitpause nicht träumen lassen, dass plötzlich dreimal gejubelt werden darf in Durchgang Nummer 2. Und das in nur 25 Spielminuten. Kommt noch was von den Mannheimern. 2 Minuten später. Gute Flanke. Zwickau bekommt den Ball nicht raus. Und Morten Wagner setzt sich dort prima durch. Gegen 1, gegen 2, aber nicht gegen Brinkhies. Der sogar die Ecke vermeidet und den Ball unter sich begraben kann. Aber wie fein ist das gemacht von Morten Winkler. Auf engstem Raum im 16-Meter-Raum. Setzt sich dort klasse durch. Aber der Abschluss, der hat dann nicht die notwendige Präzision. Bisschen Glück beim Tunnel von Ziegele, der Rest ist fein. Aber Brinkhies macht das richtig stark.
wieder Wagner. Immer wieder Morten Wagner. Ein Dreierpack hatte er zuletzt geschnürt. Heute drei Hochkaräter liegen lassen. Und dann sind wir schon in den letzten Spielminuten. Der FSV Zwickau verteidigt dieses Ergebnis Richtung Ziellinie. Ein vehement wichtiger Sieg natürlich für die Südwestsachsen, die damit weiter Hoffnung schöpfen dürfen, das ist klar. Auch wenn Mannheim nochmal anläuft, aber der FSV Zwickau wird sich die Butter hier und heute nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Es sind dann solche Schüsse aus großen Distanzen, die irgendwie nochmal Gefahr heraufbeschwören sollen auf Seiten der Mannheimer. Aber ernsthaft in Gefahr bringt der Gast aus Mannheim das Tor von Johannes Brinkies tatsächlich nicht mehr. Sie bekommen es nach Hause verteidigt und dürfen sich schlussendlich freuen über einen dreifachen und so wichtigen Punkteerfolg. Groß die 3 und die 1 leuchtet auf der Anzeigentafel. Und auch wenn die Fahnen im Gästeblock stolz geschwenkt werden, heute fährt Mannheim, der Aufstiegsaspirant, mit einer Niederlage beim bis dato Tabellenletzten im Gepäck wieder nach Hause. Das hätte man im Vorfeld so natürlich auch nicht erwartet. Der FSV, früh in Rückstand geraten, aber in Halbzeit 2 haben sie es geschafft, den Schalter umzulegen. Und dieses Ergebnis ist auch nicht unverdient. Denn gerade in den zweiten 45 Minuten haben die Zwickauer es geschafft, das Top-Team aus Mannheim deutlich häufiger unter Druck zu setzen, als es die Mannheimer geschafft haben. Und dann ist schlussendlich auch Feierabend. Der Ball wird noch einmal eingeworfen, aber dann abgepfiffen. Jawohl. Martin Speckner sagt, das war's, Feierabend. Und jetzt darf natürlich auch im Team von Rolli Tienemann wieder gerechnet werden, der sie alle herzt. Die ausgewechselt sind, die gar nicht erst eingewechselt wurden, alle bekommen ihre Glückwünsche für diesen 3:1-Erfolg ab. Durch den Sieg von Halle haben wir es nach wie vor nicht in der eigenen Hand. Aber wir wollen eben diese Spiele, die wir jetzt noch vor der Brust haben, das geht am Dienstag weiter mit Landespokal und dann diesen letzten drei Spielen, wollen wir alles raushauen. Wir wollen einfach das Gesicht zeigen, was wir heute hier gezeigt haben. Und dann wird man am Ende auch sehen, wofür das am Ende reicht. Ja, also man sieht es ja, dass wir dran glauben. Und ich glaube, wir werden bis zum letzten Tag alles geben, auch wenn es schwer ist. Aber trotzdem haben wir unseren Job hier zu machen und den machen wir. Und ich glaube, das hat man heute gesehen, dass wir immer noch an uns glauben. Ja, auch weil heute mal die 50-50 Entscheidungen zugunsten der Sachsen gepfiffen wurden. Also ich lege mir halt den Ball vorbei und versuche dann meinen Körper reinzustellen. Und dann, von meinem Gefühl, trifft er mich halt klar unten. Und dann ist halt eben vielleicht auch mal dieses Spielglück bei uns, dass der Schiri sowas halt mal pfeift. Aber für mich war es so oder so erstmal ein klarer Elfmeter. Ja, erste Fazit ist sehr nüchtern. Ich habe jetzt mal die 10 gerade gesehen. Beim Elfmeter spielt Frido Wagner den Ball davor. Ist ein Gerangel, was, denke ich, ganz normal ist. Wir beim 1-0 macht Schnatterer faul. Hätte es genauso nicht geben dürfen. Ja, dann hast du eigentlich nach dem 1-1 selber die große Möglichkeit wieder zum 2-1 durch Winkler, der dann 300-prozentige hatte. Und ja, Zwickau hat mit der ersten Chance, die sie so in der 38., 40. Minute hatten, aus dem Einwurf von uns, haben wir sie ins Spiel zurückgeholt. Und nach der Pause waren sie dann druckvoller, haben mehr investiert fürs Spiel und wir haben gefühlt nachgelassen. Chancen waren dann trotzdem in den Situationen noch da gewesen, aber am Ende des Tages ist es schon sehr enttäuschend, wenn du dann siehst, dass eine Mannschaft, die Tabellenletzter ist, so gut wie abgestiegen ist, mehr will in so ein Spiel wie wir, die noch eine Chance haben, oben ranzukommen. Ja, dann hast du es am Ende nicht verdient, wenn du dann auch die Tore nicht machst. Die Möglichkeiten zum Toren war da, also Winkler hätte heute wieder einen Dreierpack schnüren können. Und wenn du nicht machst, dann musst du dich am Ende dann auch nicht beschweren, dass du mit leeren Händen nach Hause fährst. Ja, der Patient aus Südwestsachsen, der atmet noch, liegt aber weiterhin auf der Intensivstation. 7 Punkte sind es auf den Halleschen FC bei noch 9 zu vergebenen Zählern. Nächste Woche kommt es dann zum Duell mit den Freunden aus der Landeshauptstadt. Aber auch Dynamo Dresden hat ja keine Punkte zu verschenken.